Das Internet ist für uns alle Neuland. Also. Ja, für uns alle, Mann. Ja, wir haben alle keine Ahnung, wie das funktioniert. Und Knack, ich weiß nicht, was ich... Also ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll. Also aber. Das ist halt so Klötzchen, die laufen rum. Und das ist so Wissenschaftler. Und dann Knack. Ich hoffe, die sind schnell mit dem Controller. Ne? Mit der PC-Kompatibilität, weil ich will das Ding für den PC haben. Das glaube ich. Dead Rising 3? Nein, den Controller. Den Controller. Ja. Kannst du dir jetzt einen PlayStation 4 Controller kaufen? Die gibt's schon. Ja, kann ich auch lassen. Es ist so, du fühlst und denkst so, komisch, aber toll! Ja. Was ich bei dir da gezockt habe, halt so, kann ja nur irgendwie Gears of War das so gewesen sein. Gears of War, ja. Gears of War. Und dann, oh, schnell, schnell über die Brücke und durch die Tür, schnell, schnell! Und dann, yeah. Bam, gegen den Türrahmen. Verdammt! Keine MP3s auf der PlayStation 4 abspielbar und es ist auch kein Auslesen von Audio-CDs möglich. Kein Abspielen von Audio-CDs. What the fuck? Ja. Hat sich das Sony gedacht, hey, wir haben auch ein Music-Label, besser mal alles blockieren oder was? So in etwa. Es ist möglich, eigene Musik abzuspielen auf der PlayStation 4. Das funktioniert allerdings nur über den kostenpflichtigen Musik-Streaming-Dienst Music Unlimited. Boah, Sony. Für die einen ist David Cage ein goldener Gott. Ich halte ihn für einen Menschen, der nicht immer weiß, was er tut. Aber manchmal kommt was überraschend Gutes dabei raus.